Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Wario World. Ja, seht es euch an, ich habe alle 8 Herzen. Ich habe es tatsächlich geschafft, offscreen noch die restlichen Schätze zu finden im Level Pyromania, also im zweiten Level der vierten Welt. Und jetzt können wir uns das gerne mal ganz kurz angucken, dass ich 100% habe. So, Turbulentia, wunderlicher Wald. Alles gefunden. Alle Goldstatuenteile, alle roten Kristalle, alle Wichtlinge befreit, Bossmarke, Herzteilmarke und Schatzmarke. Turbulentia, Dino-Arkaden, genau das gleiche. Ebenso Parafantastica Horrorhaus, Gespensterzirkus, dann Valhalla, die Biberberge und die Rankenkletterei. Und hier das Funkelland, die Spiegelhallen und auch noch Pyromania. Und genau hier ist der letzte Schatz doch tatsächlich ein Nintendo GameCube. Das finde ich richtig geil. Also, das finde ich toll, dass die Entwickler das so eingebaut haben. Ja, dann diese Miniaturpyramide hat mir auch noch gefehlt. Und ja, ich habe es dann einfach noch gefunden. Also es war auch das letzte Statuenteil dann doch noch in einem Subraum, den ich nicht gefunden hatte. Deswegen hat mir auch noch ein anderer roter Kristall gefehlt. Ich habe sogar noch den gekriegt, wo ich mir gedacht habe, bei dem einen Rätsel, wo man diese Blöcke so komisch verschieben musste. Oh mein Gott, das schaffe ich ja nie. Aber ich habe es geschafft. Ganz genau. Deswegen habe ich auch jetzt die volle Energie und... Yeah, war gerade auf die Zeitlupe. Ne, kommt, also. Nachdem jetzt alle vier Welten abgeschlossen sind, bleibt ja nur noch mal eines zu tun, nämlich das finstere Juwel zu verdreschen. Und dann ist das Spiel leider schon vorbei. Das bedeutet aber auch, dass dieses Let's Play hier, so das von Wario World, mein bisher allerkürzestes Let's Play ist, weil es sogar mein bisheriges kürzestes Let's Play von Clonoa mit 10 Parts nämlich um einen Part noch unterbietet. Weil es sind hier nur 9 Parts. So, und hier... Diese Bilder hier werden euch eventuell bekannt vorkommen. Das sind nämlich alles Charaktere aus WarioWare für den Game Boy Advance. Und genau dafür sind diese Schätze da. Wenn man nämlich in einem Level alle Schätze findet und man die Schatzmarke bekommt, dann erscheinen hier diese Bilder. Und wenn man da dagegen schlägt, kann man eine Verbindung mit seinem Game Boy Advance aufbauen. Also vorausgesetzt, man hat dieses Verbindungskabel. Und natürlich auch das Spiel, das habe ich nämlich nicht. Ich habe zwar das Kabel, aber ich habe das Spiel nicht. Und von daher ist es mir relativ egal, aber ihr seht, dass es hier noch ist. Und wenn ich mich jetzt der großen Schatztruhe da hinten nähere, dann beginnt das Finale. Wow, mein Gott, was ist jetzt los? Die Welten werden zerstört! Mein Gott! Ja, das ist die Macht des finsteren Juwels und der Kampf beginnt! So, und ich muss eigentlich nichts weiter tun, außer die Wichtlinge, die hier in den Kristallen gefangen sind, alle nacheinander zu befreien. Und wenn alle 5 Wichtlinge befreit sind, dann kann ich das Juwel packen und, ja, verwunden. Mit seinem Laserstrahl macht es immer wieder eine Flammenwand. So, und es hat halt 8 Totenschilder seiner Energie, also genauso viel eigentlich wie ich. So, und es kann Feuer schießen, es kann eigentlich eh nicht so wirklich viel. So. So, einer fehlt noch. Da drüben. Ich muss halt nur warten, bis das Feuer weggeht und den Schockwellen ausweichen. Also so gesehen ist der Kampf gar nicht wirklich sehr schwer. So, zack, bam, so und jetzt, nimm das! Na, das gefällt dir wohl nicht. Pech gehabt. So, und das Ganze geht wieder von vorne los. So, man kann eigentlich auch den Trick machen mit dem Tempoangriff, wenn man schnell genug wäre, dann kann man sogar diesen blöden Feuerwänden entkommen. So, dass man quasi im Tempoangriff, einen Kristall zerstört. Jetzt hat es mich erwischt, dieses Drecksding. So. Ja, seht ihr, so meine ich das. Zack. So, da fehlt noch eins. Ein Wichtling fehlt wieder mal. So.
Leben. Du hast doch keine Chance. So, und Spiralsturz. Zack, das tut richtig weh, hä? Ja, du bist ja voll fies. Ich krieg das irgendwie eh nicht so wirklich hin, dass ich da jetzt ausweichen kann. Also, dass ich so schnell bin, dass das Feuer weg ist. So. Mann, hör auf mit dem scheiß Feuer. Ich hasse dich. Du bist eh voll hässlich. Du bist dafür bezahlen. Was für ein Wortwitz. Du bist dafür bezahlen, was du Varios Schloss und Reichtümern angetan hast. So, na warte. Jetzt wird dir schwindelig. Zack. Also ihr seht, der Kampf ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Wenn man weiß, wie man es macht. Ah, seht ihr? Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Arschloch. So. Verdammtes Asshole, du. Geh ich immer andersrum. Aha, daneben. Hier daneben. Ich bin hier hinten. Zack. So. Na, willst du nochmal eine Runde drehen? Kannst du gerne haben. Zack. Und die Hälfte ist bereits down von seiner Energie. Es hat überhaupt keine Chance. Haha. Ja, jetzt bin ich schneller als das Feuer. Jetzt nicht mehr. Aua! Mann! Ich hasse das. Kann die Tempo-Dog auch so blöd steuern. So, und nochmal. Spiralsturz! Bäm! So mag ich das. Also, wir sehen, es ist eigentlich absolut machtlos. Das kann mir nicht viel anhaben. Ich kann mir gerade mal den Arsch verbrennen beim Feuer, aber sonst kann es nicht viel machen. Muss halt noch mit Feuer schießen. Mit Schockwellen generieren. Aua! Hör mal auf damit! Hey! Hör auf mit dem Scheiß, du Hurenkind! Arschloch! Das Feuer nervt eigentlich am allermeisten. Diese Feuerwände hier. Ich glaube, man kann sogar, wenn man zu weit draußen ist, von der Plattform runterfallen. Das wäre nicht gut. So, na warte. Take this! So. Ich habe es gleich geschafft, Freunde. Warum muss das Feuer immer da sein, wo ich hinlaufen will? Das ist doch voll fies. Langweilig. Überhaupt keine Chance. Und zack. So, und wir drehen nochmal eine Ehrenrunde. Und zack! So, Freunde, einmal noch. Dann habe ich es geschafft. So, eins. Zwei. Drei. Und 5! So, finsteres Juwel, das ist dein Ende! Spiralsturz! Thank you.
Yay, ich habe gewonnen und das sind die ganzen Wichtlinge. Und ich habe ja alle befreit. Du hast es geschafft. Alle bösen Geister sind gebannt. Jetzt kommt wieder alles ins Lot. Wario, wir sind gerettet. Dankeschön. Vom finsteren Nivell sind nur noch ein paar Krümel übrig. Die Monster kommen bestimmt nicht wieder. Und wenn schon, sollen sie noch kommen. Wir haben uns überlegt, dass wir zur Belohnung deine Burg wieder aufbauen. Wir Wichtlinge sind nicht besonders kräftig. Sehr viele von uns werden anpacken müssen, deine Burg ordentlich wieder aufzubauen. Aber wir sind es gewohnt, aus allem das Beste zu machen. Los geht's! So, und da ich alle 40 Wichtlinge des Spiels befreit habe, bekomme ich jetzt noch das beste Schloss. Wario World Stuff Credits. Ja, Freunde, wie gesagt, das Spiel ist schon wieder vorbei. Es ist leider ein sehr, sehr kurzes Spiel, dafür aber trotzdem ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Es ist ja auch mal was ganz anderes. Es ist, soweit ich weiß, sogar das einzige 3D-Wario-Spiel. Weil sonst die ganzen anderen Abenteuer von ihm sind alle 2D. Aber das macht dieses Spiel nicht weniger gut. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich richtig klasse, also es ist mal eine Abwechslung, es ist schon sehr alt, also es ist 2003 damals für den GameCube erschienen. Grafisch sieht es gar nicht mal so übel aus wie ein GameCube-Spiel. Ja, ansonsten, das was Wario so kann, also von den Techniken her ist okay, das passt ihm, das ist okay. Lebensenergie, Knoblauch, ja komm, also das geht auch und ja, wie gesagt. Grafisch und soundtechnisch richtig gut. Vom Umfang her, das ist eigentlich so gesehen der einzige Negativpunkt, muss ich sagen, dass das Spiel leider sehr, sehr kurz ist. Ich meine, es gibt 4 Welten und die haben jeweils aber nur 2 Level und dann noch den jeweiligen Endboss davon. Aber ansonsten ist es mir persönlich auch leider viel zu kurz, da hätte man mehr machen können. Aber es ist leider nun mal vorbei, also es gibt auch keinen Geheimlevel oder so, wenn man jetzt irgendwie alle Schätze oder so findet, gibt es nicht. Ansonsten, ja, die Aufgaben in den Subräumen waren eigentlich eh immer fair. Erst gegen Ende sind sie ziemlich komisch geworden, aber es ist okay, ich habe alles geschafft, ich habe alle Schätze gefunden und alle Statuenteile. Also auch dieses Spiel ist zu 100% gelöst worden, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. All rights including the copyrights of Game Center, Music and Program Reserved by Nintendo, natürlich. So, und jetzt sehen wir uns noch das Schloss von Wario an, was ich bekommen habe. Treasure Video Games, Nintendo. Also, damit kann man zufrieden sein. Genau wie meine Kragenweite. Ja, das ist das bestmögliche Schloss, was man bekommen kann. Wenn man alle Wichtlinge befreit, kriegt man das. Ich glaube, das mit den Schätzen hat damit gar nichts mal zu tun, auch nicht die Goldstatue. Es geht einfach nur darum, dass man es schaffen muss, alle 40 Wichtlinge zu befreien. Das habe ich geschafft und damit ist dieses Spiel vorbei. Also, vielen Dank noch einmal fürs Zusehen und das war's.